Und Valentina Barbour ist jetzt bei uns. Schönen guten Morgen, Valentina. Ja. Schön, dass du bei uns bist. Piano Princess, das ist dein neues Album und es ist dein erstes Crossover-Album. Und du hast es produziert, das erste Mal. Ihr habt übers soziale Netzwerk zueinander gefunden. Das hätte ich jetzt bei euch beiden nicht erwartet. Also ich dachte, in irgendwelchen Konzertsälen seid ihr schon aufeinander gestoßen. Also ich war beim Konzert von David. In München, und, am Gasteig. Erinnere ich mich sehr gut. Und erzähl du ruhig. Ja, dein Dirigent hat mich damals eingeladen zum Konzert. Der war einen Abend vorher bei meinem Konzert. Und ja, dann war ich eben da und war natürlich auch Backstage bei ihm. Und da sind wir dann irgendwie zufällig aufeinander getroffen. Mhm. Aber es kursiert das Gerücht, dass ihr über soziale Netzwerke... Ja, bei Facebook habe ich sie dann angeschrieben. Also doch, ja. Ich habe mir nämlich, sie war so ein charismatischer Mensch. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben an dem Abend. Und dann habe ich gedacht, naja, schaust du mal ein bisschen nach. Und habe natürlich auf YouTube dementsprechend mir ein paar Sachen von ihr angeschaut. Und fand das so großartig, dass ich dann sie bei Facebook angeschrieben habe und gefragt, wie sieht's aus? Hast du einen Plattenvertrag und wärst du interessiert, vielleicht was zu machen? Hast du gezögert, Valentina? Denn bisher hast du ja ausschließlich Klassik gespielt. Du bist mit Preisen überhäuft worden, noch und nöcher. Wenn man sich jetzt auf so ein Crossover-Album einlässt, ist das ja schon was anderes. Und da gibt es ja durchaus auch Kritiker. Hattest du gezögert? Ich habe erst mal gezögert, weil ich nicht gedacht habe, dass er es wirklich ist. Also ich habe gedacht, mich schreibt ein Fake-Account an. Ach du je. Wie hast du dann nachgeprüft, ob es der echte ist? Nee, ich habe ihm gesagt, er soll mich anrufen. Ja. Das hat er dann gemacht und dann war schon klar, dass es kein Fake ist. Ja. Aber bei dem Angebot Crossover-Album, hattest du da erst Bedenken? Oder ja gut, ich hatte noch keine genaue Vorstellung, was auf mich zukommt, aber ich hatte schon mein kleines Crossover-Projekt vorher gemacht und dadurch wusste ich eigentlich, dass mir das Spaß machen könnte. Und aber was ist die Schwierigkeit bei einer Musikerin, die jahrelang fast ausschließlich Klassik gespielt hat, dann Crossover zu spielen? Das heißt also Stücke zu covern, Songs, die wir kennen als Pop- und Rock-Songs. Da hast du ja nur dein Klavier, um dich damit auszudrücken. Was ist daran besonders schwierig oder die größere Herausforderung? Ja, ich kann natürlich keinen Text wiedergeben. Ja. Also dadurch ist ein Ausdrucksmittel weniger bei mir da. Also ich muss das alles natürlich am Instrument mit Klang irgendwie erzeugen. Aber ansonsten, also ich habe ja immer schon andere Musik gehört. Also ich war ja nicht eine von den Klassikkünstlern, die nur Klassik spielt und hört, sondern ich habe immer schon andere Musik auch gehört. Deshalb war das für mich eigentlich eine sehr schöne Sache. Was ist denn? Beruhigt dich. Es war ja für dich insofern auch das erste Mal, dass du als Produzent dann agiert hast. Was genau muss ein Produzent dann eigentlich machen? Ist natürlich eine große Verantwortung. Ich wollte auch nicht, dass Valentina sich unwohl fühlt. Ich habe versucht, natürlich dir so viel Freiheiten wie möglich zu geben, halt auch gut zuhören. Ist, glaube ich, in dem Fall wichtig. Natürlich sollte man schon auch ein Stück weit wissen, was man haben möchte. Aber ich glaube, wenn man mit einer tollen Musikerin zusammenarbeitet, dann ist das einfach eine tolle Kommunikation. So sollte es zumindest sein. Und man hört zu und das ist ein Zusammenspiel. Mhm. Ich habe schon gesagt, ihr habt viele Parallelen. Beide schon als Kind angefangen, Musik zu machen. Du mit 4, du mit 5. Das muss man ja. Also sonst, ich meine, sie ist eine fantastische Pianistin. Wenn sie mit 20 angefangen hätte zu spielen, dann das geht einfach nicht. Das entwickelt sich im Gehirn. Eigentlich nur am besten, wenn man Kind ist. Also muss man schon so früh anfangen, mit 4, 5 Jahren? Ja, weil das sind einfach motorische Vorgänge, die später sehr schwer erlernbar sind, wenn man älter wird. Wir sprechen gleich noch weiter darüber. Es sind auch einige Zuschauerfragen dazu gekommen. Klar, wenn man ein Crossover-Album macht, dann wird die Show auch anders größer an. Man holt anderes Publikum und das Styling spielt auf der Bühne schon auch mit eine Rolle fürs Publikum schon. Doch zur Vermarktung mit allem drum und dran. Kannst du mir erzählen, was du willst? Nein, das ist überhaupt nicht so. Doch. Man zieht das an, worin man sich wohlfühlt. Und ich glaube, du stimmst mir dazu, ne? Ja, weil es muss ja authentisch sein. Also wenn man irgendwas spielt, das merken die Leute, glaube ich, dann auch. Aber die Frisur muss ordentlich sein. Also ordentlich, also gepflegt. Es muss gepflegt aussehen, da sind wir uns jetzt also mal einig. Also man sollte sich morgens duschen. Wenigstens das. Und die Haare ordentlich. Und David, wir können es ja gerade sehen, hat einen Dutt, ne? Ist damit auch zu einem Trendsetter geworden, denn man trägt inzwischen Dutt, ich weiß. Aber inzwischen tragen es viele Männer. Hätten wir uns vor 8 Jahren alle noch gar nicht vorstellen können. Aber schauen Sie mal, es machen immer mehr. David. Kevin Bachmann, wenn Sie mal schauen wollen. Siehst du, du machst alles richtig. Dutt und Bart. Perfekte Kombi. Zum ersten Mal gehört. Trägst du auch Dutt, Valentina, wenn du spielst, wenn du Konzerte gibst? Weil du bist ja auch mal sehr viel Körpereinsatz dabei. Ich habe auch Probleme, dass mir dann die Haare im Gesicht hängen. Glaube ich. Dutt wäre eine Variante, ne? Eher selten bei mir.
Ja, mir steht er, glaube ich, nicht so. Ne? Sieht man manchmal ein bisschen spießig aus. Ich kann es mir ja gar nicht leisten, mit offenen Haaren zu spielen. Weil, na, also was? sehr selten. Hallo? Die fliegen aber permanent auf den Konzerten rum. Hast du da so viele Haare auf den Seiten und mit dem Bogen? Die hängen ja, die dann noch in den Seiten. Ja, da gibt es nämlich nicht. Eine Frage dazu von Karin Baut. Sie fragt, ist es dir schon mal passiert, dass sich eine Haarsträhne in den Seiten der Geige verfangen hat? Wenn ich sie offen habe, ja. Oder wenn sie aufgehen teilweise im Konzert. Ich muss sie dann wieder zusammenbinden. Also ich bin da schon, das ist eigentlich eine sehr praktische Frisur. Apropos praktische Frisur, schon zu deinem Markenzeichen geworden. Hier, Weiberfasching 2014. Das ist Tine Schmidt. Hier, Tine Schmidt hat sich als David Garrett verkleidet. Nicht zu passen. Kommt, Nara, sogar mit den Ringen. Dreh ich durch. Kannst gut, die, du, kannst die Positionierung du haben. Der ist noch nicht so ganz optimal. Sag mal, du gehst ja erst in einem Jahr auf Tour mit Explosive. Ja? Du bist ja jetzt schon ab Ende November. Da geht es dann 29. in Hamburg los und dann München, Offenbach, Berlin, Köln ist angesagt. Das wird eine großartige Show. Gehst du zu ihrem Konzert? Also 100% natürlich. Auch auf der Bühne? Seid ihr dann zusammen auf der Bühne? Das können wir sicherlich spontan entscheiden, wenn ich in der Stadt bin. kann ich noch nichts Konkretes zu sagen, aber wenn es sich ergibt, auf alle Fälle. Ja. Wie macht sich bei dir Lampenfieber vorher bemerkbar, Valentina? Ja, habe ich natürlich. Ja. Aber ich kenne sie ja schon seit so vielen Jahren. Also es ist einfach ein Teil davon. Es ist auch gut so, glaube ich. Weil ein Auftritt ist ja nicht Zähneputzen, sondern es ist ein besonderer Moment. Man will auch den Leuten auch was Besonderes geben. Da muss man sich auch irgendwie besonders fühlen in dem Moment. Und drück ich dir die Daumen, das ist eine wirklich tolle Tour. Ich muss ihr ein großes Kompliment geben. Sie setzt sich da wirklich so in den letzten paar Wochen für die Tour ein und mit so viel Engagement. Es erinnert mich wirklich sehr stark an, wie ich an Projekte rangehe. Ich sage, ihr habt viele Parallelen. Wir sprechen gleich noch weiter und jetzt schauen wir erstmal ins Internet und wir schauen, welche bunten Geschichten im Internet unterwegs sind. Unsere volle Keine Netzshow. Lustige Musik. Gefällt dir? Ja. Wie aktiv seid ihr im Internet? Ja, kommt drauf an. Also es gibt Phasen, da bin ich aktiver und manchmal auch inaktiver. Also du bist sehr aktiv. Auf der Facebook. Wir sind ja auf Facebook. Natürlich. Du musst ja gucken, was du bei dir geht in deinem Leben. Apropos Facebook. Silvia aus München will nur wissen, wenn du jetzt auf Tour gehst, spielst du dann nur Crossover-Stücke am Flügel oder auch nein. Klassik? Ich werde auch klassische Stücke mit dabei haben. Also es ist ein sehr gemischtes Programm. Und reißt dein Flügel immer mit dir oder nimmst du jeweils den Flügel? Ich denke, dass ich jetzt bei jedem Konzert den gleichen Flügel dabei habe. Und es ist sogar ein weißer Schimmel, das darf ich schon verraten. Und ich habe auch meine ersten Anfänge auf einem weißen Schimmelklavier gemacht. Ja, mit 5. Also das ist eigentlich ein gutes Omen, finde ich. Ein gutes Omen, dann wünsche ich euch allen viel Erfolg. Ja. Dankeschön, dass ihr bei uns wart. Deutschland-Tour Ende November, Anfang Dezember. Absolut sehenswert, kann ich garantieren. Und du erst in einem Jahr. Danke, bleibt gesund und behaltet den Spaß. Werden wir haben. Danke, dass ihr bei uns wart. Wir sehen uns morgen wieder, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, machen Sie es gut. Bis morgen.